Weiter geht's mit Cities Skylines 1 in der Realistic Population Mod. Wir versuchen in unserer Stadt diversen Mods eine Einwohnerzahl von 1 Million zu erreichen, vielleicht sogar mehr. Schauen wir mal auch, was der PC hergibt, und ich würde sagen, wir starten rein und los geht's. Wir haben ja die letzte Folge hier in unserer Fußgängerzone, die fantastisch ausschaut, einiges geschafft, wie ihr sehen könnt. Schaut's mal. Also wir haben jetzt den Bodenrichtwert um einiges erhöht. Wir können uns das einmal anschauen. Wo war denn das? Ich glaube, da können wir uns dann bald einmal das leisten, hoffentlich. Also ich hätte es wahnsinnig gerne. Ich habe jetzt schneller mal auch ein paar diverse Sachen reingebaut. Und ich hoffe, das hilft, dass wir den Bodenrichtwert da ein bisschen weiter nach oben kriegen. Aber das schaut ja schon mal ganz gut aus. Das funktioniert auch. Schaut mal, wie es da wuselt. Eieieiei. Wenn das jetzt schon so wuselt, wie schaut denn das dann nachher aus? Aber geil. Bahnhof funktioniert, die U-Bahn funktioniert. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz darüber, machen einen Schwenk darüber. Ich dachte mir nämlich, wir bauen hier vielleicht noch ein paar Parkplätze hin. Und das werden wir jetzt machen. Ich habe auch hier so ein Geothermie-Kraftwerk hingebaut. Das ist aber, da wir keinen Winter haben, ist es wurscht, aber es ist einmal erfüllt. Das, was sie brauchen, schaut ganz cool aus. Und jetzt werden wir uns aber hier um die Parkplätze kümmern. Da habe ich so einen kleinen, schönen Parkplatzbereich, dass die Leute auch wirklich parken können. Das machen wir jetzt. So, gib mal her. Die Frage ist nur, gestalten wir den selber oder haben wir den? Es gibt ja auch Parkplätze, die fertig sind. Großer dekorativer Parkplatz. Was ist denn heute los? Milorado, was ist los? Schauen wir mal, wie der ausschaut. Ich möchte mir das einmal angucken. Ja. Eigentlich ganz schick. Aber mach mal weg. Dann brauchen wir jetzt einmal hier eine Straße, damit da überhaupt einmal wer zufahren kann. Hätte ich gesagt, geh eine gerade. Nein. So. So. Genau, dann verlängern wir das Ganze. So. Schaut gut aus. Und ja, perfekt. Das passt mal. Dann können wir das da gleich verschwinden. Und das ist zum Beispiel sowas, ich feiere solche Mods ungemein. Das ist einfach so geil. Du kannst das viel schöner gestalten. Das schaut einfach besser aus. Schaut mal, wie viele Leute da mittlerweile warten auf unserem Bahnhof. Das ist ja gigantisch. Da fahren mittlerweile, ja, also arg. Das funktioniert wirklich gut. Also die Strecke hat sich schon mal ausgezahlt. Ich glaube nämlich, dass wir da einiges an Autos auch weggenommen haben, dass die Leute mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das macht schon mal einiges aus, dass weniger Stau ist. Aber ich sehe, wir haben trotzdem Stau. Schlecht. Aber es ist nicht so schlimm. Das heißt, wenn wir nachher dann auch einen Zug mit Cargo haben, kommt das ja auch noch dazu und das macht es dann ein bisschen besser. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Es soll so mal um... um den... So, das haben wir auch gemacht. Es soll einmal um den Parkplatz gehen. Die Frage ist ja jetzt nur, welchen verwenden wir und wie machen es wir? Was habe ich denn da alles? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube, ich werde sowas nehmen. Das ist schon ganz schick. Ja, da glaube ich. Dann mal, mach mal. Ich hätte ja gern die Straße. Ohne Moment. Da auch. Wichtig ist aber keine Ampeln und die Kreuzungsmarkierungen aus. Obwohl, da lassen wir die Kreuzungsmarkierungen an. Genau, mach mal da eine Straße. Dass das einmal so eingegrenzt ist. Und dann nimm den Parkplatz und baue mal daher. Eins, dann lass da wieder was frei.
Moment. Das ist, wenn wir da jetzt einen größeren, mach mal eine Straße daher. Nein. So. Dann kann man ja da noch einen kleinen herzwiebeln. Dann machen wir einen großen daher. Es muss ja nicht alles so symmetrisch sein, gell? Also bitte wundert euch da nicht. Ich hätte gern da noch eine Straße, irgendwie. So. Da auch. Ist das nicht dann vielleicht ein bisschen zu viel? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Obwohl, das kann man ja freilassen da. Da mach den mal weg. Und mach da vielleicht einen großen her. So. Schon besser. Keine Angst, das wird noch schöner gemacht. Also bitte nicht wundern. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Muss ich sagen. Ich hätte da gern irgendwie. Nein. Was ist mit ihm da? So. Dann mach das mal so und Straße gib mal her. Das passt. Ah, das schaut auch nicht so gut aus. Warte mal, da gibt es sicher noch einen kleineren. Ja, da. Was ist mit dem? Wenn wir den da so her machen. Und da so her machen. Schaut das aus? Gar nicht mal so gut. Aber wir können das ja so machen. Schaut schon besser aus. Und da vielleicht. Mal hier. Irgendwie. Also die Anordnung. Ich weiß noch nicht so recht. Ob mir das zusagt, ich sag's euch ehrlich. Ich habe eine andere Idee. Warte mal. Gut. Entschuldigung. Die wollten da schon alle rein. Ich habe eine andere Idee. Wir machen hier in die Mitte. Ich hatte irgendwo ein großes Parkhaus. Wo war denn das? Da. Genau. Den machen wir in die Mitte. So, wirklich schön in die Mitte rein. Dann reiß nochmal die Straße da weg. Mach die Straße wirklich schön mittig. Ich glaube, es ist jetzt besser, oder? Oder noch ein bisschen weniger. So. Beziehungsweise hätte ich schon gern, dass da noch ein Parkplatz reinpasst. Ich weiß, ich lösche jetzt gerade oft weg, aber ich glaube, jetzt passt es. Jetzt nehmen wir den Parkplatz und platzieren den da schön in die Mitte. So. Dann können wir das einmal da verlängern. Gib das mal her. Er schiebt das noch ein bisschen. Beziehungsweise hätte ich dann da sowas. Schade, dass es halt nichts Kleineres gibt. Du sollst. Nein. Schau, das. Hallo.
Jetzt. Na, das machen wir mit Straße. Das ist besser. So, dann nimm da jetzt die Straße, genau. Und dann können wir es ja da hoffentlich, wenn sich das ausgibt. Ja, so möchte ich das. Und passt das einmal? Das verlängern wir auch darüber. Jetzt haben wir in der Mitte... Ah, schaut's mal. Schön, oder? Ich weiß halt nicht, ob der auch genutzt wird. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ich denke... Also, ich hoffe schon. Es wäre komisch, wenn nicht, ehrlich gesagt. Dann kann man ja hier... Da kann man ja dann noch ein paar Dinger reinbauen. Schaut das jetzt noch ein bisschen wir aus, aber das wird noch gestaltet. Die sind zu groß. Ah, die sind noch ein bisschen zu groß. Aber da kann ich einen reinbauen. Das passt mal. Sehr schön. Na komm. So, dann schauen wir mal. Alles geht irgendwie, wenn man mit Mods spielt. Das ist so geil. Mal dreh's um. So. So ein bisschen so Parkplatzgestaltung ist doch ganz cool. Ah, der gefällt mir da nicht. Einmal. Beziehungsweise könnte man... Warte mal. Das gefällt mir nicht, das nehmen wir weg. Haben wir da so einen Parkbereich, der ist ganz schick. So. Viel schöner. Beziehungsweise setzen wir den da so in die Mitte. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum ich das möchte. Und dann werden wir da jetzt noch ein bisschen was dekorieren. Okay, das geht sich dann nicht aus. Ganz kleine, habe ich nicht noch so, so mini. Könnte ich zwar da reinbauen, aber ich glaube, ich lasse das so. Oder? Da ist die Frage, ob das genutzt wird. Besuch letzte Woche, ja. Anscheinend ja, cool. Gib mal her. Schaut's mal. Was ist da jetzt? Jetzt müssen wir es auch gleich anschauen. So. Viel besser schaut das, finde ich, aus, so. Zack, das machen wir auch weg, das gefällt mir nicht. Viel, viel besser. Schaut mal, was wir da jetzt gemacht haben. Das schaut doch geil aus, mir gefällt das. Sehr cool. Was ist, wenn wir da die Node eigentlich wegnehmen? Geht das? Beziehungsweise... Guck mal her und mach mal kurz das weg. Und auf Upgraden. Ja, dann nehmen wir ein paar Zebrastreifen weg. Wie viel brauchen wir da tatsächlich nicht?
So. Schaut schon besser aus, dass da auch nichts ist. Sehr schön. Perfekt. Jetzt müssen nur noch die Leute daherfahren. Ich hoffe, dass dann nirgends. Oh ja, da ist eine Ampel. Weg damit. Noch irgendwo Ampeln. Denke nicht. Warum ist da. Warum ist da ein Baum in der Mitte? Soll das? Ich möchte diesen Baum da weg haben. Objekte neigen. In der Mitte drehen. Doch der Baum da weggehen. Oder schaut das so besser aus? Das ist jetzt die Frage. Mal, mach mal. Hüll das mal aus. Ja, doch. Schaut cooler aus. Irgendwie. Nur weiß ich nicht, ob das funktioniert mit den Autos. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube nämlich fast. Ich glaube nämlich fast, das funktioniert nicht. Wenn das so weit weg ist, wisst ihr. Mal, das passt ja so oder so nicht ganz, weil wenn da die Straße ja ist, die muss ja. Bitte noch mal weg, bitte. Jetzt dann wird's passen. So, dann den nochmal weg. Und dann fahr nochmal runter. Jetzt wäre es halt die richtige Höhe, wisst. Vorher hat es nicht gepasst. Noch einmal. Jetzt wird es erst passen. Vorher hat es nicht funktioniert. Schade. Dann müssen wir, glaube ich, die Großen da wegnehmen. Und müssen das so machen. Und werden das nochmal kurz weggeben da, dass ich mir das, dass ich da ein besseres Bild habe. Das gefällt mir schon ganz gut da. Da kann ich vielleicht dann noch einen reinmachen. Aber da muss ich mir noch was überlegen. Leute, was machen wir da her? Das in der Mitte gefällt mir schon. So, mach den her. Mach den her. Genau. Dann. So. So, dass da in der Mitte was frei ist. Ja, genau. Da auch. Nein, dann nicht. Jetzt gib mal her. Jetzt können wir es. Ich glaube, jetzt haben wir es. La Spielerei wieder. Aber ich mache sowas ganz gern. Ehrlich gesagt, also ich finde so diese Detailarbeit dann an diesem Spiel ist dann vor allem im ersten Teil jetzt da. Super ist das. Also es macht richtig Bock. Warte mal. Ist das nicht schön? Einen kleinen Parkplatzbereich für Leute, die was jetzt mit dem Zug fahren, die können sich da herstellen mit dem Auto. Richtig cool. Da haben wir was vergessen. Dann ein paar Bäumchen. Ich hätte gerne richtig große, schöne Bäume. So einzeln aber.
Frage ist nur welchen. Ah, der, ja, ich glaube, der ist es. Oder? Wow, cool. Was sagt ihr? Ich feiere das. Guckt es euch an. Schaut doch schön aus. Jetzt müssen wir uns das da jetzt aber noch anschauen. Was ist da jetzt los? Das verstehe ich nicht. Was ist das da? Was ist denn, wenn ich... wenn ich das da wegnehme? Schaut das so aus. Dann macht er das wieder so, schon. Das ist interessant. Oder lassen wir es weg, die Straße, weil sonst haben wir wieder unnötig. Ich würde es weglassen. Achso, das war die dicke. Oder wir lassen die weg. Ja, so lassen wir das. Viel schöner. Jetzt mach gleich nochmal ein besseres Bild. Ah, jetzt gefällt mir das nicht mehr so. Warte. So kann man das ja lassen. Und da drüben machen wir noch irgendwas Besonderes hin. Was haben wir denn Schönes? Hier müssen wir ja irgendwas Schönes haben, oder? Nein, das war falsch. Großer Frachtsammelpunkt. 2,95. Wir haben das bald. Aber ich hätte da jetzt gern noch so irgendwas Dekoratives. Irgendwas Schönes, Großes, was richtig schön ins Auge fällt. Also was, so BÄM, wisst ihr, wie ich meine? Die Frage ist nur was. Den Sport brauchen wir nicht. Ballonflüge. Das ist alles Freizeit, das ist eigentlich Quatsch. Das ist auch Quatsch. Was haben wir da? Was haben wir da? Lass mal gucken. Industrie. Kann da nicht vielleicht keine Gebäude? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube. Erz. Das brauchen wir auch nicht. Naja, das ist dann schwierig, sage ich euch ehrlich. Ich weiß es nicht, was ich da... ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da herbauen soll. Was ist mit... der ist zu klein. Gibt der überhaupt keinen Sinn? Also ich nicht verstehe, warum ich da nicht scrollen kann. Hm? Seht ihr das? Ich kann da nicht weiter runter. Da gibt es aber noch viel mehr. Ja, keine Ahnung. Dann machen wir da noch einen Baum hin und dann lassen wir es gut sein da. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Was willst du machen? Falsch, wo ist er denn jetzt? Da müssen wir kopieren. Ah, das schaut doch schön aus. Gefällt mir richtig gut, schaut's mal. Ah, herrlich. Ah, es funktioniert. Die Leute parken. Ja. Sehr geil. Die Leute parken, Leute. Wir haben es geschafft.
Das wird ja langsam da wirklich was. Ich hoffe, dass da niemand parkt. Da wäre ich sauer. Da gibt es kein Parken. Ah, hoffentlich auch nicht. Ich sehe aus. Das ist auch aus. Sehr gut. Das möchte ich nämlich nicht, dass hier auf der Hauptstraße geparkt wird. Stellt sich bitte woanders hin. Das wäre nett. Dann machen wir das auch aus, dass hier die Leute nicht parken. So. Schauen wir da aus, da parkt hoffentlich auch niemand. Nee. Perfekt. Lassen wir das. Dann würde ich sagen, wir haben das schön gestaltet. Wie schauen wir da mit unserem Richtwert aus? 69% Zufriedenheit, Unterhaltung, Bodenrichtwert Bonus. Der wird auf die Basis von Zufriedenheit und Unterhaltung berechnet. Zufriedenheit und Unterhaltung. Und woher weiß ich, was euch fehlt? Woher weiß ich, was denen fehlt? Das würde mich interessieren. Langsames Fahren. Straßenmusik können wir anmachen. Und alles geliefert. Alle Gebäude in diesem Gebiet erhalten Frachtlieferung, Müllentsorgung über Service. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Info. Zufriedenheit 77. Ist das jetzt dann ordentlich gestiegen oder wie? Unterhaltung. Da ist einer von 10 in Nutzung. Das verstehe ich auch nicht, warum das so wenig ist. Aber haben wir das jetzt gesteigert? Müssen wir das mal anschauen. Schaut mal, ich krieg das da jetzt nicht. So machen wir es halt. Okay, da gibt es anscheinend eh nicht mehr. Das ist so komisch. Ja, so. Okay, das ist besser. Dann mach es auch gleich so. Weil dann kann ich da schön hin und her. Ja, besser. Ja, wieso nicht gleich? Das ging vorher nicht. Fragt mich nicht warum. So, was haben wir da? 20. Beziehungsweise, da ist es oder so. Autoverbot. Schauen wir nochmal. Also das heißt, wir brauchen mehr Unterhaltung. Weil der Bodenrichtwert, der schaut super aus, wenn man sich das anschaut. Also das kriegen wir auch noch hin. Also wirklich cool. Schauen wir noch kurz durch. Das schaut alles super aus. Wir brauchen halt noch mehr Schule, aber das ist auch nicht das Problem. Ich würde sagen, meine Lieben, das war's mit der Folge. Wir haben einen riesen Parkplatz gebaut, der was wunderschön ausschaut, der was funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn es im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da. Bewertet bitte gerne das Video, es hilft mir auch enorm. Ich würde mich freuen, wenn es mich weiter unterstützt. Auch in der Serie da bei Cities Skylines 1 in der Realistic Population Mode. Verlinke ich eben oben im Video die anderen Videos dazu. Schaut da auch gerne mal rein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Euer Spielerado. Tschüss.